Sind das jetzt hier vielleicht die Szenen, von denen ich gehört habe, dass es da Wege gibt, dass man auf Wegen dahin gegangen ist? Ja, hallo again, da sind wir wieder und schauen uns zusammen die 7. Folge Behind the Scenes von Seven vs. Wild Staffel 3 Teams in Kanada an. Und ich bin schon ganz gespannt. Die letzte hat mir sehr viel Freude bereitet, die letzte Folge. Ich habe sehr, sehr große Freude tatsächlich daran gehabt, wie gut die Aussetzung mit den von uns organisierten Goose-Flugzeugen und der Landung bei Bull Harbour und dem Adrenalin, dem Enthusiasmus der Teilnehmer, wie gut das geklappt hat, hat mir sehr gut gefallen. Ich bin schon sehr gespannt, wie es jetzt hier weitergeht und höre auch direkt auf zu quatschen und starte direkt durch. Ich schätze, das ist ein krankheitsbedingter Abbruch durch Martin oder Fritz, die irgendwie was getrunken haben. Martin hatte eh schon Magen. Die haben das nicht an. Die haben das nicht an, wir müssen nur das Telefon. Dann sehen wir das als Code Red, oder? Keine Entwarnung. Also keine müssen wir das jetzt als schlimmste Stufe tweeten. Macht euch bitte fertig, wir erreichen sie nicht und sehen das als Code Red. Die Jacke von mir auch schon drauf? Da kommt keiner raus. Ne? Ja, definitiv. Wir haben mit dem Rettungsteam, mit den zwei Ärzten und mit den zwei Notfallsanitätern, haben wir das versucht, hier jeden Tag zu üben. Das ist schon schwer. Und wenn man dann überlegt, dass man dort einen raustragen muss, das muss man erstmal vorher einmal probiert haben. Die Abläufe, dass die passen, ja, wer wo anpackt. Ja. Und unser Team nenne ich es jetzt einfach mal, die waren auch dankbar, dass wir das gemacht haben. Und wir haben das echt einmal täglich versucht durchzuziehen. Ja. Auch wenn es nur Durchschlagen durch den Wald war, ja, dass die einfach mit den Begebenheiten sich zurechtfinden können und sich darauf einstellen zu können, wenn es losgeht, ja, was auf uns zukommen könnte. Ja, das haben die beiden, glaube ich, schon echt gut gemacht. Also Hauke und Jonathan, den Eindruck hatte ich zumindest. Wir waren da natürlich, also ich war da jetzt persönlich nicht dabei. Ich habe sie nur immer mal kurz getroffen, wenn ich mal da war auf der Insel und habe die Aktionen als solche natürlich so nicht mitbekommen. Aber ich habe mir sagen lassen, dass während der Zeit, wo die im Prinzip Freiraum hatten, haben die wirklich die Zeit echt genutzt, um sowas zu üben und die Möglichkeiten genutzt, das zu üben und sich genau mit den Gegebenheiten vor Ort vertraut zu machen. Das ist schon großartig. Das ist schon ein guter Ease of Mind im Grunde genommen, wenn man sowas im Hintergrund hat. Also das hat auch mir, der ich nun überwiegend in Campbell River gesessen hat und von dort aus die Sachen organisiert hat und die mit der Helikopter Company oder mit den Flowplanes oder so gesprochen hat und dann versucht hat, auf die auch hier jetzt beim Code Yellow sich ergebenen neuen Situationen zu reagieren, doch ein echt gutes Gefühl gegeben, dass da so zwei Leute sind, die sich alle schon mal angeguckt haben, die alle schon mal geübt haben, die alle schon mal durchgeprobt haben. Das war in Kombination mit den Rettungssanitätern, ich habe die schon erwähnt, Björn und den beiden Ärzten, Michael und Barbara, die super Typen auch. Das war schon ein cooles Team. Also da konnte sich, glaube ich, jeder schlussendlich mit allen Unwegsamkeiten, die das Ganze natürlich immer noch mit sich brachte, schlussendlich doch relativ sicher fühlen oder sich zumindest sicher sein, dass es ein vergleichsweise hohes Maß an Sicherheit doch im Hintergrund noch gegeben hat, obwohl man ja nun wirklich mitten in der Wildnis war. Einem Code Yellow oder einem Code Red möchten bzw. müssen unsere Teilnehmer abbrechen. Je nach Dringlichkeit, Tageszeit und Witterungsverhältnissen geschieht dies mit unterschiedlichen Rettungsbooten oder einem Helikopter. Um auf jede dieser Situationen vorbereitet zu sein, trainiert unser Rescue-Team für den Notfall. Die Sicherheitsversorgung ist in diesem Jahr im Vergleich zu letztem Jahr nochmal deutlich professioneller aufgestellt. Durch unsere beiden Sicherheitsbeauftragten Joe und Hauke, die da den militärischen Drill noch ein bisschen vorantreiben. Das lässt die Leute hier wirklich nochmal vertiefen, was hier wirklich deren Aufgabe ist. Also wir haben durch die ganzen Übungen, die wir hier gemacht haben, haben wir wirklich ein Teamgefüge bekommen, wo jeder genau weiß, was seine Aufgabe ist. Das wurde hier wirklich bis ins kleinste Detail perfektioniert. Die Rettungsmissionen sind aufgrund der Beschaffenheit des Geländes sehr komplex.
Um Routine bei den Teammitgliedern zu schaffen, wird das Training regelmäßig durchgeführt. Die Anlegesituation entscheidet über die Art der Bergung und die Größe des Rettungsbootes. So, okay, die Ärzte rein. Ärzte rein. Übernehmen. Geh rein. Wir müssen ihn nämlich über die Stange heben. Alles klar, Jungs. Wir sind unterwegs. Wir haben was zu trinken dabei. Bleibt am Strand. Wir haben ja ungefähr eure Position, sodass wir dort anlanden können. Ihr werdet uns ja dann jetzt in knapp 20 Minuten sehen. Die Koordinate ist ja auf dem Leitungsgerät. Die sind am Strand. Bis zu 3 Meter hohe Wellen am Strand. Wir müssen über Pearl Harbor gehen. Die bleiben am Strand dort, wo sie jetzt sind. Aufgrund des Zusammenpralls zweier Stürme auf dem Pazifik kommt es in der Nacht vor der Abholung zu einer für den Spot untypisch hohen Flut. Das salzige Meerwasser wurde mit dem Druck der Flut tief ins Landesinnere gespült und hat das vorhandene Trinkwasser für den Moment ungenießbar gemacht. Bei Fritz und Martin war es halt ultra heftig, weil man niemals damit gerechnet hat. Also ich habe mir halt ausgemalt, was kann passiert sein, dass die Code Yellow drücken. Und ich dachte halt erst, scheiße, die haben Code Yellow gedrückt, weil die jetzt nicht Code Red drücken wollten, weil die jetzt bei uns nicht so eine Ultrapanik auslösen wollten. Aber ich habe gedacht, die haben sich verletzt oder Martin hat sich den Rücken gebrochen oder so, keine Ahnung. Ja, ich habe mir alles ausgemalt. Ich konnte mir das halt nicht vorstellen. Das ist halt crazy. So schnell kann sich das ändern, von so schönem Wetter und flachem Seegang zu 3 Meter hohen Wellen. Die See ist unberechenbar. Hallo? Hallo? War das wieder Fritz und Martin? Ich konnte es nicht sehen. Wir müssen erst da hochrennen. Aufgrund der Nachwehen des nächtlichen Sturms ist es besonders schwer, Fritz und Martin zu bergen. Sind das jetzt hier vielleicht die Szenen, von denen ich gehört habe, dass es da Wege gibt, dass man auf Wegen dahin gegangen ist? Das sind natürlich die vor Ort seinerzeit angelegten Wege hin zu den Behausungen, die es auf Hope Island gegeben hat von den Angehörigen der Tatlasiqala Nation. Und die werden auch regelmäßig, wenn die Leute, die Caretaker kommen, werden die regelmäßig hier freigeschnitten, dass sie nicht zu sehr überwuchern. Dass für den Fall, dass in nächster Zeit man halt wieder zurückkehren kann, dass diese Wegesysteme halt noch da sind. Sind relativ kurz, sind immer nur so ein paar hundert Meter oder knapp einen Kilometer oder sowas lang. Aber es gibt sie. Aber nichtsdestotrotz werden die hier trotzdem noch weiter durch die Wildnis müssen nachher. Das ist jetzt, sind jetzt nur die ersten Schritte im Prinzip von der Dockanlage von Pearl Harbor an. Wir versuchen den schnellsten und vor allem sichersten Weg zu finden. Okay, hör zu, wir sind jetzt aus der Bucht auf eure Seite gekommen. Seht ihr uns? Ich glaube, da sind sie schon. Also, mal eben. Ganz, ich will nicht die Dramatik jetzt hier beeinträchtigen, aber mal ganz abgesehen von der Situation, um die es hier gerade geht, schaut euch mal diesen Strand an. Ist das nicht der absolute Hammer? Also wenn man den malen würde oder mal richtig professionell fotografieren würde. Das, und davon gibt es so viele auf ganz Vancouver Island und auf all diesen kleinen Inseln. Viele von euch waren vielleicht, oder Leute, die von euch, die schon mal in Kanada waren, waren vielleicht auch schon mal im Pacific Rim Park an der Westseite von Vancouver Island, um die Orte Tofino, Ucluded herum. Was natürlich, da sind ein paar mehr Leute, weil natürlich da Straßen hinführen und da auch mehr hinkommen. Aber wenn man sich überlegt, wie viele solcher Strände es da gibt, mitten in der Wildnis, wo man noch ganz, ganz alleine sein kann, das ist schon der absolute Hammer. Hier oben, rund um die Nordinsel von Vancouver Island. Schon cool. Schön, dass es euch gut geht.
Geht's euch gut oder braucht ihr mich? Wir brauchen erst nur Wasser. Das ist mir auch recht. Ich kann euch mal den Blutdruck messen, einen Zugang legen, wenn es gar nicht geht. Gut. Was ist überhaupt passiert? Heute Nacht kam hier quasi eine Sturmflut, Springflut, wo es bis hier oben ranging. Und es hat quasi da hinten rein kilometerweise Salzwasser reingetrieben. Wir haben halt heute den kompletten Tag seit heute Morgen genutzt, um irgendwie alles noch auszuprobieren, was im Repertoire war. Wir haben Moos ausgedrückt, alles kann nichts raus. Also Wasser ist so ein Punkt, da kannst du halt, kannst du machen, nein, was du willst. Das ist kritisch, das kannst du nicht bringen. Ja, und wir haben auch gedacht, und ich habe auch gesagt, ganz ehrlich, wenn wir jetzt warten, verschlechtert sich unser Zustand, die Denkfähigkeit lässt nach. Ja, der Punkt und wir halt hätten auch euch auch riskiert, weil wenn ihr jetzt quasi los hättet müssen irgendwie, Alter. Wir dachten so, wollen wir das in die Nacht rauszögern? Ja, ohne Wasser. Ohne Wasser ist halt nichts. Keine Ahnung, da kann ich mit dem Kopf auch nicht gegen arbeiten. Die Wasserversorgung von Fritz und Martin ist wieder sichergestellt. Bevor wir uns zurück auf den Weg ins Rescue Camp machen, schauen wir uns noch einmal den Shelter der beiden an und stellen sicher, dass jegliches naturfremdes Material entfernt wird. Für mich zeigt das eigentlich nochmal, dass die Natur einfach über Leben und Tod entscheidet. Richtig. Wenn die Tür zumacht, ist die Tür zu. Dann kannst du dich im Kreis drehen und schreien, das hilft trotzdem nicht. Wir haben im Endeffekt alles probiert, was wir irgendwie hatten. Wir haben die komplette Küstenlinie abgescoutet. Wir sind links und rechts nochmal an die Kanten und haben geguckt. Wir sind ins Moor, ins Landesinnere. Wir sind an dem Fluss ins Landesinnere. Also, ja. Cooler Shelter eigentlich, ne? Schade, oder? Keine Chance. Ja. Ja, für mich war die Nummer natürlich deutlich schneller vorbei, als ich mir das Ganze gewünscht habe. Es zeigt für mich einfach nochmal, Mutter Natur da draußen ist krass. So, und du kannst halt sonst wer sein, du kannst dich sonst wie vorbereiten. Und manchmal gibt es einfach Momente, auch im Leben, auf die du keinen Einfluss hast. Ich habe natürlich auch mir im Nachhinein immer nochmal Gedanken drüber gemacht, hätte ich Sachen anders machen können. Ist es die richtige Entscheidung gewesen? Ich hätte gern mehr gelebt, ich hatte extrem viel mehr vor, aber so ist das Leben. Es gehört dazu, einmal wachrütteln, einmal abschütteln, links und rechts eine klatschen und weiter geht's. So, also das Letzte ist, dass ich mich irgendwie unterkriegen lasse davon. Das sind Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Und ja, weiter geht's. Schön hier! Nicht eine Pflanze, die da so aussah wie unsere. Nicht eine. Wir wollten ja Krebse, Fische, alles rausholen, aber es war faktisch nicht möglich. Es war einfach wie so ein Mars. Einfach so tote Erde. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns schnell wieder. Tschüss. Gute Reise. Ciao. Ich bin sehr traurig, dass Marlin und Fritz raus sind. Ich hätte gern gesehen, wie sie noch ein zweistöckiges Haus gebaut hätten. Ja, aber die Natur hat sich anders entschieden. Kann man nicht wissen. Ich weiß nicht, ob es schon erklärt wurde, aber es sind wohl irgendwie auf dem Meer ein paar hunderte Kilometer weiter zwei Gewitterfronten aufeinander geknallt und haben eine schöne Flut reingedrückt, die ihnen das ganze Frischwasser geraubt hat. Happens. Können Sie nichts für die Jungs. Ja, Freunde, haben wir auch das wieder geschafft. Tja, war ja spannend. Also ich, für mich ist das echt toll. Ihr habt es wahrscheinlich alle schon zigfach gesehen. Für mich ist es echt spannend, das jetzt alles so zu sehen, wie sich das so entwickelt. Ich habe das natürlich vor Ort immer live mitgekriegt, aber letzten Endes nur
ja, in dem Sinne indirekt, indem ich halt den Call gekriegt habe, wir brauchen jetzt dringend ein Wasserflugzeug, der Fritz und Martin müssen abgeholt werden und das kann nicht länger warten und wo kriegen wir das jetzt her während der ganzen Forest Fire? Natürlich war alles auch irgendwie unterwegs, was da so am Fluggerät normalerweise zur Verfügung steht und dann ist es auch sehr schwierig, denn man möchte es gerne von Port Hardy in dem Fall haben, weil das ist natürlich auch teuer genug und man möchte auch nicht unnütz die Dinger fliegen lassen, man möchte also nicht zwingend jetzt von Campbell River ein Wasserflugzeug hochschicken und eine riesige Strecke dann fliegen zu den Contestants. Das hat aber alles super geklappt, aber so habe ich das halt so mitgekriegt, so am Rande. Dann ist da, habe ich gehört, okay, da soll Salzwasser reingedrückt worden sein. Jetzt habe ich das zum ersten Mal so gesehen, für mich also auch sehr, sehr spannend. Long story short, danke, dass ihr hier wieder bis hierhin mit mir durchgehalten habt. Vielen Dank für euer Abo und ja, schickt uns eure Fragen, wir beantworten sie, ich beantworte die meisten tatsächlich auch selbst, also könnt mich auch direkt fragen. Wenn euch da irgendetwas noch besonders interessiert, hintergrundmäßig, und dann sehen wir uns schon bald wieder bei der nächsten Folge, das müsste dann ja die Behind-the-Scenes-Folge Nummer 8 sein. Macht's gut, bis die Tage, tschüss.